Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Jo, hi Leute, und heute willkommen zur zweiten Folge von Binding of Isaac. Ja, starten wir einfach mal gleich. Wie ihr seht, ich habe eigentlich seit dem letzten Mal nicht weiter gespielt und wir spielen jetzt einfach mal wieder als erstes mit Isaac als Auftakt. So, hier erstmal der erste Spritzerraum. So. Ja, ich habe gerade eben irgendwie die letzte Folge von Battlefield 3, nicht die letzte Folge, sondern die dritte Folge hochgeladen. Und ich frage mich, warum die auf einmal 5 Stunden gedauert hat. Die war schon bei 50%, als ich losgefahren bin zu Leichtathletik. Ja, ich mache Leichtathletik. Nur so nebenbei. Ich bin losgefahren zu Leichtathletik. 50%, eine Stunde vergangen. Komm wieder. War vorher halt noch mit Freunden am See. Und dann nach 4 Stunden komme ich wieder. Schau rauf. 94%. Ich denke mir, what the fuck? Das hat in 5 Stunden weniger geladen als in einer Stunde, als ich noch am PC saß. Ich habe schon immer das Gefühl, wenn er auf Standby ist, lädt er langsamer hoch. Das ist vielleicht ein Fehler. Ah, natürlich ist er mein Fehler wahrscheinlich. Ah, oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, nee, eigentlich ist auch scheißegal. Hm, was haben wir denn hier? Maxhead. Damage up. Oh, das ist so traurig. Ein Teddybär. Warte. So, nein. Ich darf nicht wieder anfangen, Edeltrick zu faken. Weil das total uncool ist. Cool, 2 Herzen. Oh, nein. Springer. Ich will kein Schachspiel mit euch. Ha, ha, wer kapiert?
Springer schafft. Na, na. Kommt schon, Leute. Lohnt sich das? Wenn ich hier aufspringe, kriege ich eine Wunde. Wenn ich hier wieder auf, bringt doch gar nichts. Nee, lohnt sich mal sowas schon gar nicht. Oh, der Grüne. In Il Ken Spuck. And that's not very nice. Falls ich hier verrecken sollte, porte ich mich einfach wieder raus. Ah, okay, schon down. Hä? Warum ist er schon gleich down? Achso, weil ich Damage up habe. Ja, stimmt, eigentlich ganz gut. Erstes Item, Damage up. Eigentlich ganz nice. Was, was, was? Bam, bam, bam. Marbs Underwear. Damage and Range up. Oh yeah, wer ballert weit und fetzt alle weg? Ich. Oh man. Bats, jetzt spotte ich mich einfach mal in den Shopraum gleich. Auch wenn es nichts bringt. Aber wenigstens, so bin ich schon mal etwas näher, also etwas weiter vorne. Ohne dass ich groß was tun muss. Weil ich schon mal, wo der Bossraum ist. So, jetzt den schlafen die Zombie noch abballern, während er pennt. Voll asozial eigentlich. Nein! Oh, ist der behindert, Mann. Oh, ich bin doch so... Okay, was ist der? Was sage ich eigentlich? Ist der behindert? Ich bin nicht behindert. Was bringt nochmal der Empress? Oh nein, Bad Trip, Mann. Oh. Otto, ah, so ein Scheiß, Mann. Ich verreck. Otto. Danke, Spiel. Dass du mich noch ein Sekündchen länger leben lässt. Oh nein. Oh. Nein. Oh, Todesschock. Oh, ein halbes Herz. Orgasmus. Danke, Spiel. Okay, dann gehe ich halt in den Shop. Lohnt sich das? Egal. Kann ich ja später noch mal holen. Ich finde ja garantiert in dem Keller noch mehr Geld. Was logisch ist, in dem Keller finde ich tonnenweise Geld. Troll fliegen. Troll, die fliegen. Noch eine Bombe. Und ich schätze jetzt einfach mal, dass hier der Geheimraum sein wird. Wenn nicht, dann Bombe verschwendet. Wenn, dann muss das hier sein, komm. Alter. Ich check's nicht. Sonst ist der Geheimraum doch meistens da so. In der Gegend. Und wenn ich's jetzt verschwende, dann. Damn. Ja, wenigstens etwas. Geld. Geld. Gib mir Geld. Hüpferlein, Hüpferlein. Oh nein, brennendes Hüpferlein. Warum kann ich den eigentlich so nicht löschen? Warum lösche ich den eigentlich so nicht? Nein. Ich schon wieder ein Brenner. Oh, das ist doch so unlustig. Bombe spawnt da hinten. The Bean. Das bringt ja nicht nochmal so. Ja, stimmt. Dass man um dich herum so komisches Zeug spawnen, Giftgas spawnen. Oh nein, Doppelfliegen. Okay, die sind ja nicht mal so halbwegs so schlimm wie manch andere Viecher, die im Keller. Was haben wir eigentlich für einen Keller, Mann?
Wenn ich in meinem Keller gehe, dann sind da höchstens mal ein, zwei Spinnen. Okay, nicht nur ein, zwei, aber rat mal. So ein paar Spinnen halt. Aber doch nicht irgendwie so Fleischklumpen und Items, die irgendwie deine Tränen, die du vor Trauer fallen lässt. Gestorben. Ah, okay, es war so oder so nicht ganz so gut. Einmal Damage up und einmal Range up und danach haben wir nichts mehr. Gleich eine Goldkiste, Mann. Und gleich dazu noch ein Herz. Dann in der Goldkiste auch noch ein Herz. Was wir bei den Springern-Gesellen nicht unbedingt verlieren werden, aber ich werde garantiert was verlieren. Oh, doch nicht. Sister Maggie! Oh ja, Sister Maggie. Man merkt schon, die Folge wird wahrscheinlich auch wieder über 15 Minuten lang. Wie standardmäßig halt. Irgendwie so bei mir. Also bei Binding of Isaac. Weil es dauert für mich gerade mal insgesamt vielleicht 20 Minuten zum Schneiden, Rendern, Hochladen. Und Battlefield hat für mich gedauert zum Schneiden. Die Folge 10 Minuten, nee, nicht mal eine Minute, auch gerade mal so 2 Minuten, aber dafür zum Rendern eine Dreiviertelstunde und dann nochmal zum Hochladen eine Dreiviertelstunde. Oh, ich fang an zu singen. Ja, ultra peinlich. Monstro! Komm, Sister Maggie, hol raus, was geht! Sister Maggie, Sister Maggie, Sister Maggie! Sister Maggie, geht ab! Sister Maggie, geht ab! Los, 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 los! Bam, 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 bam! Und einmal im Kreis laufen um Monstro! Komm schon, Sister Maggie, hol raus, was geht! Monstro ist gleich down! Los, Sister Maggie, die letzten Schüsse! Ah, Monstro ist down, kein einziges Herz gegen Monstro verloren. Pro-Style halt eben. Okay, Monstro ist auch nicht so ultra stark, finde ich. Zumindest der Monstro. Es gibt ja noch ein paar andere Arten von Monstros. Komm schon, schwollen! Nein, Kabikate fliege. Der da explodiert einfach mal ohne Grund. Lässt einen Troll umgefallen. Oh, wir brauchen da eine Bombe für den da. Komm schon, lass da eine Bombe drin sein. Gutes Spiel. Okay, gut. Denn unter diesen blauen Steinen ist immer irgendwas. Zwei Soul Hearts. Ja, die heißen Soul Hearts, die Dinger. Ich habe auf Wiki nachgeschaut. Auf Finding of Isaac Wiki, weil da gibt so Schrott viele Items. Du brauchst einfach das Wiki. Oder du bist ein Freak, zockst das Game irgendwie 100 Stunden am Tag und okay. So wer jetzt mit Logik ankommt und sagt, es gibt aber keine 100 Stunden am Tag. Ja, genau so hört ihr euch an. Ja, ich weiß es. So, genau so hört ihr euch alle an. Dann hau doch ab, ey. Scheiß Job. Job? Mann. Sprechfehler schon wieder. Schon wieder bei 15 Minuten, nur weil ich den scheiß Vorspann zeigen musste.
Oh Mann, ich hab doch den Arsch offen. Ich hab doch so den Arsch offen. Ich geb meinen Schlüssel für eine Goldkiste her und im selben Raum ist der Goldraum an. Also es grenzt der Goldraum an. Und so schaut eben, ich jetzt darf ich in den Shop laufen und mir das Ding kaufen. Oh, ja. Doch nicht Schlüssel kaufen. Danke, Spiel. Ich mag dich doch. Irgendwie. Ja, halt Maul, Teleport. Was will ich mit dem Scheiß dann? Er bringt mich wieder an irgendeine Scheißstelle. Wie ich gar nicht hin will. Okay, er kann mich auch in den Geheimraum bringen, aber er kann mich auch dahin bringen, wo ich gar nicht hin will. Oh, 1+1 3 Bombs. Natürlich. Oh, this is right. Juhu. Ich freue mich ja so, Psycho Pride. Spawn einfach mal überall Bomben. Und titte mich damit halt dann selber damit. Genialer Vollidiot. Was bringt mir das eigentlich? Oh cool. Zwei Soul Hearts. The Chariot? Egal. Probier's erst im Bossraum aus. Ja, wenn sich jetzt ein paar denken, oh mein Gott, warum weiß der nicht, was The Chariot ist? Denkt euch nichts. Ich hab so Glück. Glück. Glück ist mein Stichwort. So, jetzt schauen wir erstmal im Shop nach. Was hier denn so für 13 Minuten haben. Also nichts, was mich interessiert. Bringt er mich an irgendeinen Scheißort, der Teleport. Oh man, Teleport ist so scheiße. Stimmt, Teleport wollte ich ja eigentlich für den Geheimraum einsetzen. Ja, fail. Oh gut, gut, gut. Sister Maggie macht euch alle fertig. Und schon wieder ein viertes Soul Heart, yeah man. Und der nächste Jerry Lunior ist gleich wieder down. Jerry Lunior. HP up. Bam. Oh, wir kämpfen gegen den Teufel, ist klar. Mann, warum? Oh. My little unicorn. Sozusagen. Ich hasse den Teufel. Habe ich das irgendwem schon mal erzählt? Ich habe erst einmal gegen den Teufel gekämpft, aber eins habe ich gelernt, der Teufel ist ein Arsch. Ja, ihr merkt schon, ich bin gerade voller Motivation. Aua. Was bringt mir denn jetzt? Macht der jetzt irgendwie die Gegner schwarz? Was bringt mir das jetzt eigentlich? Ganz ehrlich. Da müsste ich jetzt schwarz bin oder was? Ach so, oder dass die Gegner langsamer werden. Oder was? Check's nicht. Speed and Range of 3. Oh, Speed Hack. Speed Hack. Speed Hack. Speed Hack. Speed Hack. Ja, ihr merkt schon, ich gebe so welchen Spielen eher mehr ab, weil ich bei diesen Spielen mehr entertained werde und mich dazu konzentrieren muss. Ja, beim Konzentrieren noch mehr labern kann. Was du laberst, was hast du dich gelernt? Was laberst du, hast du nicht gelernt? Also das war jetzt irgendwie Pech und einerseits Glück, dass ich nur gegen den Teufel kämpfen musste. Weil ich habe keinen Bock gehabt, irgendwie meine Herzcontainer herzugeben, dann nur 3 Herzen und irgendwie 6 Soul Hearts zu haben. Das ist auch nicht so geil, glaubt mir Leute, ich hatte den Fall schon mal, dass ich nur noch einen Herzcontainer irgendwie 4 Soul Hearts hatte und
sag euch Leute, das ist nicht ganz so geil, vor allem wenn ihr danach dann gegen Mom kämpfen dürft. Wer nicht weiß, was Mom ist, schämt euch. Schämt euch. Oh, danke Teleport. Aber in die Richtung wollte ich jetzt gar nicht. Also, ich wollte schon in die Richtung, aber ich wollte wollte ich schon in die Richtung. Aber ich brauchte gerade den Automaten eigentlich nicht. Weil ich eigentlich den Automaten nicht mehr holen will. Ja, und ich fahre hier fast. Mal schauen, was der Automat denn so hergibt. Nicht eine Bombe platziere. Komm Automat, lass ein paar Herzen und Bomben und Geld. Aber nein, der hasst mich natürlich mal wieder. Ja, ist klar. Cool. Was bringt's mir? Ich glaube das da. Ja. So, jetzt habe ich Yamhard für 15 gekauft. Yamhard bringt, dass man eben halt sein Herz immer ein Herz auffüllen kann. Was eigentlich ganz lässig ist. Geh doch endlich hoch, Mann. So ein Penner, ganz ehrlich. Zwei Soul Hearts und wieder alle Soul Hearts down. Ich hasse übrigens diese toten Schädeltypen, weil die sich immer verstecken wie kleine Pussys. Aber zum Glück habe ich jetzt B-Tag. Da gibt es ein Herz und so. Cool, die grüne droppt was. Eine Bombe. Mehr. Oh, schon wieder. Oh nein, nicht Envy. Bitte nicht Envy. Nicht den Schüttelkopf. Nein, nicht den Kopfspalter. Nicht den Kopfspalter. Der spaltet seine Köpfe zu oft. Und sie werden dann zu schnell, dass ich sie nicht mehr treffe. Und vor allem, sie sehen zu niedlich aus, dass ich sie nicht töten könnte. Erst auf die Kleinen, erst auf die Kleinen. Immer auf die Kleinen. Scheiße, jetzt sind alle klein. Au. Jetzt habe ich nur noch einen Kleinen am Hals. Da gleich spawnt auch noch eine Trollbombe, Arsch. So, das bringt Yamhard, dass man eben halt nach bestimmten Anzahl an Räumen seine Leben wieder auffüllen kann. Und ich glaube, wir werden bald verrecken nach Cave 1, weil ich glaube, wir werden nicht ultra weit kommen. Ja, wir werden nicht gerade ultra weit kommen. Bei diesem Boss verrecke ich fünfmal, sagen wir. Nein, okay, einmal. Ich zweimal von dreimal verrecke ich bei diesem Pot. Nein, okay, eigentlich unglaublich. Statistik. Von 10 Mal bin ich bisher nur 3 Mal weitergekommen bei dem Boss. Und einmal musste ich eine Spezialfähigkeit einsetzen. Also nicht Spezial, sondern eine Tarotkarte. Und diese Tarotkarte war ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall verwandelt man sich dann in den kleinen Teufel, als hätte man ein Ding gefressen, als hätte nicht als hätte man gefressen, sondern als hätte man Brimstone. Wer es weiß, schreibt mir mal in die Kommentare, weil ich so vergesslich bin in Sachen Items. Es gibt halt so scheiß viele. Oh, ich glaube, diesmal schaffe ich mich irgendwie nicht erwischt, bisher richtig tot. So, jetzt nur noch die Nippel zerstören. Nein, die Nippel wachsen wieder.
So, Tier ist ab. Was haben wir denn jetzt bisher so für Items? Nein, nein, nein. So. Also ich strebe jetzt nicht an, dass ich verrecke. Falls ihr das meint. Eben. Sonst würde ich mich nicht irgendwie so anstrengen und hab still sein. Nein, bitte nicht. Die Madern. Nicht die Madern. Nein, nein, nicht die Madern. Nein. Gegen die Madern bin ich schon ziemlich oft verrückt. Okay, weil sie ziemlich oft kommen. Aber generell, sie kommen in Haufen und dann sind sie zu schnell für mich. Sie überrumpeln mich förmlich. Sie sind so awesome, sie überrumpeln mich. Ihre Awesomeness. Oh nein, nein, halt, Maul. Ach, ich kann so oder so nur in zwei Richtungen überlangen. Als wenn ich mich geschickt hinstelle, treffen die mich nicht mal. Das heißt, oh, oh nein, 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 mir ist es erst aufgefallen. Nein. Okay, an dieser Stelle mache ich Schluss. Oh, ich bin schrottdämlich. Okay, bis zum nächsten Part von Binding of Isaac. Ciao.